Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ark Genesis in meiner Solo-Runde. Herr Moserich ist schon da an unseren Ozeanplattformen. Ich habe tatsächlich das Bauen mal. Auf Plattformen mal aktiviert. So. Und tatsächlich nicht eingeschaltet, ne? Sachen gibt. Die findest du erst raus, wenn du es brauchst. Also, zwei Geschütze sind drauf. Wenn ich jetzt hier quasi alles zusammengekratzt habe. Hier hat es nicht ganz gereicht. Fast 2000 Schuss in den Geschützen. Ich hoffe, das hilft. Und die Basilos tragen auch mal ihren Teil dazu bei, dass wir den Müller mal ordentlich eins auswischen können, hoffe ich. Das sichere ich mir noch mal ein bisschen ab hier. So. Nicht, dass da was kaputt geht. Das Problem ist wahrscheinlich nur das Kabel wieder, ne? Was hier ein bisschen raushängen wird. Mach mal so, ist es echt mal am wenigsten draußen. Steckdose dran. Benzin haben wir auch ein bisschen dabei. Sehr gut. Ein Dach noch drauf. Ja, ist ja richtig, Herr Moserich, es geht doch gleich los. Kann ich das jetzt noch setzen? Ja, okay, sehr gut. Okay, schalt mal ein, die Bude. Haben die Strom? Ja, die sind betriebsbereit. Okay. Dann stelle ich mir die mal eben um. Und zwar hohe Entfernung. Nur wilde Kreaturen. Keine Warnung. Hoch. Nee, nee, Warnung willst du nicht. Nur wilde Kreaturen. Ups, okay, scheint zu funktionieren. Sehr gut. Dann schauen wir uns doch mal an. Ozean. Ein harter Möder. Oh Mensch. 1000 Meter unter uns einfach nur. Jetzt hätte ich folgende Möglichkeiten. Ich schwimme dem Moser hin und ziehe mir dann einfach die Basilos alle dazu. Da würde ich sagen, guck allerdings nochmal vorher kurz in der Fischhöhle, ob da alles soweit Roger ist. Ich nehme mir nichts mit. Wenn ich einen Smelt mitnehme, haben wir ein Problem. Bist du jetzt fertig? Ja, du bist auch fertig. Greife Ziel an. Das ist jetzt die Frage. Auf was stelle ich denn die Jungs und Mädels? Reicht neutral oder mache ich Aggro? Ein Ziel angreifen wäre wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, ne? Aber die sollen sich ja eigentlich um die... Ja, die sind alle um die... Lakaien kümmern, die der dabei hat. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Neutral heißt, die würden mich beschützen. Nur mein Ziel angreifen finde ich aber allerdings auch nicht so geil.
Papa Basi wollen wir sowieso nicht mitnehmen. Na. So, also jetzt nochmal. 6, 7 und 8 sind richtig eingestellt, ne? Dann lasse ich jetzt greife Ziel an, würde ich sagen. Dann haben wir hier Nummer 9, ist auch in Ordnung. Vielleicht lasse ich auch ein paar auf neutral. Halber halbe, wa? Dann lassen wir mal die 1 neutral. Die 2 neutral. Dass die mich so ein bisschen mit beschützen, ne? 3 neutral. 4 neutral. Und 5 ist schon greife Ziel an. Hm. Ich glaube, das passt ganz gut. Steht mir nur die Frage, schwimme ich jetzt mit allen darunter? Nee, das gibt eine Katastrophe. Ich schwimme den Moser runter und ziehe mir die dann hin. Jetzt haben wir denn den Teleporter. Nur, dass mir nicht allzu viele von denen... Ach, jetzt habe ich mir auch noch falsch teleportiert. Ich wollte gleich nach unten. Habe ich noch was vergessen? Gut, Fallschirm brauchst du nicht so dringend wahrscheinlich. Kannst du mal die Heiltränke draufziehen. Flasche hast du mit. Ich hoffe, das geht gut. Moserich, ich komme. Achso, brauchst du im Fahrstuhl? Ja, brauchst du ja gar nicht. Die Runny Mau! Ups. So. Er ist noch nicht mal ganz fit, der Gude. Ich weiß gar nicht, ob das hier so eine prima Idee jetzt ist. Hier rumschwimmen. Muss ich hier auch noch rumschwimmen? Scheint mir bald so. Oh, wie bis jetzt bist du gut durchgekommen. Ich hoffe ja. Haben jetzt nicht so viele Zitterale. Das wäre nicht so geil. Oh, ist das ruhig hier. Okay. Dann hole ich mir mal als erstes. Ach, Scheiße, Nummer 9 ist. Hilfe. Was ist das? Alter, ein Anglerfisch. Schon kommt ein Hai an und noch mehr Angler. Denn Herr Moserich. Ja.
Oh, das ist ja nicht so, ey. Hallo? Herr Moserich? Wo sind sie hin? Okay, die Basilis kriegen natürlich ein bisschen Schaden hier. Ey, scheiß Anglerrotz. Ach so. Oh. Hey, wo will der jetzt hin? Wo ist denn jetzt der Angler? Der kommt doch gleich wieder und da ist er doch. Nervt mich. So. Gott, was für ein Scheiß. Das ist der nächste Drecksangler. Warte mal, wen habe ich jetzt hier? Nummer 1 und Nummer 3. Alles klar. Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Vielleicht kommt der Hai. Und Nummer 7. Nummer 8. Gehen wir ohne 9? Ich würde fast sagen, wir gehen ohne die 9. Jetzt, wo ich hier schon mal so weit bin. Halt! Scheiß Moser, ey. Ach, komm schon. Hast du denn hier wieder einen Wendekreis? Mein Guter. So. Bisschen dichter dran noch. Dann würde ich sagen, ich schmeiß mal an. Die Master
LED dieses Bions ist noch immer aktiv, in Form eines gigantischen Aals namens Möder, der in den tiefsten Tiefen lebt. Oh nein. Wenn du Möder besiegst, beweist du, dass du den Ozean bewältigt hast. So. Einmal Atemgerät aufziehen. Puh, einmal Geschütze an. Und dann würde ich sagen, wir versuchen es mal. Werden wir wohl Möders Aufmerksamkeit erregen. Und es steckt da. Okay, Turrets ballern, sehr gut. Gar nichts. Möder kommt zum Kämpfen heraus. Okay, dann drauf. Voll im Strudel. Okay, die ersten 40. Oh, dieser Strudel. Die ersten 40.000 haben wir eben 50, haben wir eben runtergebissen. Turrets machen im Großteil. Ich sehe die Basilius aber nicht angreifen. Boah, wie ich hier im Stein hänge. Ich muss mal weg von seiner Schnauze hier. Die machen nichts. Oder? Warum nicht? Ich muss mal hier weg von seinem Gesicht, bitte. Noch. Aber was die Basilos? Die hängen jetzt da alle in dem Strudel, so ein Scheiß. Okay, das ist das Schlimmste, ey. Deswegen wollte ich es mir eigentlich nicht folgen lassen, weil die mich mehr blockieren wie alles andere. Ich muss da irgendwo noch... Bereit.
Ja, da beißt doch wer. Ich seh's doch. Wäre nur schön, wenn alle mal beißen würden. Beiß doch zu! Ich peil's nicht. Oh, hat er mich hier eingeklemmt. Man sieht gar nichts. Ich hänge mal einen eigenen Basilos jetzt hier rum. Hä? Nee. Also das kann doch nicht wahr sein. Okay, warte mal. Alle aggressiv. Ich lege das eben auf P. Boah, ich muss hier irgendwie raus. Ich kann doch jetzt nicht jeden einzelnen Basilio hier wegziehen. Ich komme hier nicht weg. Die hängen da alle im Strudel und ich hänge mit. Oder was? Läuft mich hier was an? Nee. Oh, wo bin ich? Wieder auf Herrn Moserich. Alter, dieser Strudel macht's Bedienen nicht viel leichter. Allerdings sind die alle auf Akku gepfiffen. Tut sich gar nichts. Okay.
denke, das wird ein langer Gang. Die Turrets sind nämlich leer. Gerne mal gucken, auf was sie jetzt stehen. Alter! Ey, das macht, sowas macht mich echt wahnsinnig. Soll ich es ja nochmal neutral pfeifen? Und ein weiterer besiegter Aal. Oh Mann! Den blöden. Wie viele Lakaien sind das hier noch? Der macht nix. Muss ich doch zumindest wehren. Ey, ich raste aus. Ach, der lebt noch. Silos machen nichts, egal welchen Befehl ich pfeife. Das kannst du leider knicken hier. Und ich weiß auch nicht, warum ich. Hätte das vielleicht vorher mal ausprobieren sollen. Habe ich jetzt lieber mit Mosan gemacht. Sie einfach schneller sind, ne? Seine blöden Scheißlakaien. Mörder kommt zum Kämpfen heraus. Wo ist denn Mörder? Das greift Herr Moserich mit an. Da ist er. Beiß halt mit ihm, ne?
Fusserig macht was. Die anderen leider nicht. Moserich, beiß zu. Alles klar, das wird ein bisschen dauern hier. Scheiße. Ich weiß nicht, warum die anderen Basilos nichts machen. Du hast Mörder dazu gebracht, sich zurückzuziehen. Schauen wir, ob wir sie wieder herauslocken können. Wow. Energie auf jeden Fall aufpassen. Oh oh. Nummer 4 frisst ein bisschen Fisch in der Zeit. Ja, 99.000. Der blöde Strudel. Der Moserich beißt aber auch noch mit. Ich sehe nix. Mittendrin im Möder.
du machen. Da kannst du pfeifen wie ein Weltmeister. Die Basilos reagieren nicht. Ich glaube, Möder hat genug. Fürs Erste. Ah. Okay, dann lass uns die Lakaien machen. Das wird jetzt eine knappe Kiste werden. Ja, wo ist er denn? Sehr gut. Mal schön deine Energie im Auge behalten. Zwei Lakaien. Nur knabbert ihr mal an dem Basilo rum, der sich nicht wehrt. Ist kein Problem. Die machen nicht mal was, wenn die auf neutral stehen. Ihm möglichst viel Schaden zufügen können. Hä? Irgendwas beißt er da. Unter 50.000 ist aber eine echte Geduldsaufgabe. Ups. Das ist schon blutig. Nummer 4, die merke ich mir. Da gucke ich mal, auf was der gleich steht. Unter 20. Der wieder seine Strudel-Scheiße. Ich würde gerne mal von seinem Maul weg, wenn es geht. Unter 10. Immun gegen Schaden. Nicht dein Ernst. Können.
noch ein Lakai. Boah, Alter, hör mal auf, so zu ballern hier. Boah, scheiße. Der letzte wieder ein bisschen Ausdauer aufbauen. Brüder erhebt sich. Wir haben Ihre Aufmerksamkeit. Wir geben ihm den Rest. Komm schon. Er baut Leben wieder auf. Schneller! So, das muss jetzt aber passen. Komm schon, Herr Moserich. Jawohl, bei Sie! Die letzten 2000. Du hast es geschafft. Möger ist nicht mehr. Um Gottes Willen. Was für ein Krampf. In 20 Sekunden. Wo ist der dicke Möder? Ich glaube, ich stecke sogar noch drin, wenn mich nicht alles täuscht, weil ich kann mich nicht bewegen. Aber wir werden hier gleich rausgeportet. War gut, dass ich 10 Basilus mit hatte, ne? Das hat mir sehr geholfen. Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich irgendwas falsch gemacht. Aber mehr als aggro oder neutral kann man ja eigentlich nie machen. Zeit ist um, Überlebender. Herr Moserich, Alter. Ey, bist du bescheuert oder was? Komm mal her, bitte. Ich würde gerne auf Herrn Moserich sitzen. Ich hatte hier irgendwas im Visier, glaube ich. Ich gehe mal lieber auf den Basilon. Okay, ich riskiere es einfach mal und gehe schon mal in die Fischhöhle. Herr Moserich ist mitgekommen. Nee, du bleib mal locker. Greife Ziel an. Neutral, die sind so, wie ich sie vorher noch eingestellt habe. Die Männer konnten nämlich unter Wasser nicht hören. Versuchen wir noch den Rest ranzuholen, der es jetzt nicht mitgeschafft hat. Basila, die 1, die 3 und die 9. So viel sind es ja auch gar nicht. Eins, zwei, drei, neun. Aber der ist auch, greife Ziel an, ne? Das Agro, trotzdem hat keiner was gemacht.
Hier, in der Höhle gehen sie ab, ne? Wie sonst was? Aber da unten hat es irgendwie nicht funktioniert. Leute, ich habe keine Ahnung, warum nicht. Vielleicht wisst ihr es besser. Alter. Ja, ne, dann tobt doch hier drin rum. Ist mir doch wurscht. Wir haben es auf jeden Fall hinbekommen. Den Müde aus der Hose zu hauen. Gott sei Dank. Mittleres Podest für ausgestopfte Tiere. Magmasaurus-Sattel. Eine Zange, ist das dein Ernst? Kleines Podest. Tatsächlich die Möder-Trophäe und die Möder-Flagge. Ich mache mich erstmal nach Hause. Das war aufragend genug. Also, auf jeden Fall kannst du sagen, ohne die Turrets hätten wir es im Leben nicht geschafft. Allein schon von der Zeit her, ne? Da hättest du ihn gar nicht so weit runtergebissen gekriegt. Bin immer noch fix und alle. Ganz ehrlich. So. Von wegen ein harter Möhner. Wir haben es jetzt einmal geschafft. Alles gut so. Ich habe hier noch ein paar von denen. Terrarien gesetzt. Die restlichen, die da noch so gefehlt haben. Ein paar. Der Optiker überschaltet man immer an. Jetzt könnten wir ja sogar was bauen. Wir haben ja 3 Baupläne bekommen. Hier oben noch ein Lizichtes Terrarium. Die anderen standen schon. Ah, gib mir mal die letzten 300 Hexagons her. Und hier ist, glaube ich, nochmal der Moser. Könnte sein. Können wir uns ja auch nochmal genau angucken. Die beiden hatte ich schon noch nicht. Ja, das ist definitiv der Moser. Im Loot Crate. Ob ich das mal aufmachen kann? Auch nochmal so ein oller Tintenfisch drin. Mammut, Eisweibern und hier nochmal ein Mini-Spinnen-Terrarium. Damit sollten es alle gewesen sein. Der Bobo. Spring doch einfach mal hier runter, wollte ich sagen. Schwerer als gedacht. Puh. Damit würde ich tatsächlich sagen, wir gönnen uns nochmal so einen sattelstarken Stück. Einen kleinen Rundflug über das, was wir hier zusammen durchgestanden haben. Hat die Base gebaut, dann haben wir hier das Parkdeck für die Vögel. Hier unten die Bloodstalker inklusive hat mich mal umgebracht. Ich frage mich immer noch, warum der so heißt. So, hier das Haus des Geschehens, ne? Unser Zuchthaus quasi. Dann hier unten der Bereich mit Terrasse. Unsere Sonnenterrasse und darunter der blaue Garten. Und hier die beiden Plattformen mit Terrarien. Soweit soll es das dann erstmal gewesen sein. In meiner Solo-Runde Genesis. Das Einzige, was ich mir jetzt glaube ich nicht nehmen lasse.
ist jetzt hier nochmal die Flagge zu hissen. Die Flagge vom Mödermann. Guck mal, sieht ganz traurig aus. Weil wir ihn verprügelt haben. Naja, mehr oder weniger. Mittleres Podest. Für den Müller kommt hier hin, ne? Da hast du die Fahne, mach hier nochmal das Podest. Und das hier? Nee. Achso, das kannst du. Achso, nee, geht ja gar nicht. Dem hätte ich ja die Haut abziehen müssen. Das ist ja nur die Trophäe. Das heißt, ich müsste mir Trophäenhalter bauen, ne? Um den hier vielleicht noch anzubringen. Kann ich das pullen vielleicht mit ein bisschen Glück? Jo. Mann, ist der teuer. 200 Holz, 80 Zement. Ich werd verrückt. Alles klar, dann nagel den mal hier dran, den guten. Mir schon wieder hier wie mit den Ottern. Ich vergesse mal alles irgendwo drin. So. Da hängt er, der hässliche Vogel. Ist wirklich ganz schön hässlich. Der Mini-Möder. Boah, mach mal den Krachmacher aus. So, liebe Leute, dann, ja. Machen wir an dieser Stelle tatsächlich Schluss. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ja. Freut mich, dass wir hier zusammen so eine tolle Zeit gehabt haben. So einiges hingebastelt. Ja, und ist ja nicht schlimm. Wir sind ja noch auf den Crystal Isles unterwegs. Das macht auch richtig Laune, mit den Jungs mal wieder zu zocken. Auf einer richtig schönen Karte. Und ja. Ihr denkt an den Daumen. Lasst mir gerne auch einen Kommentar da. Das hilft ungemein weiter. Und ich melde mich ab. Danke nochmal fürs Zusehen und Horido. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.